Im zweiten Vortrag im Sportwissenschaftlichen Forum vom Sportbund Rheinland jetzt in diesem Herbst war das Thema Neuroathletiktraining und die Überschrift lautete im Vortrag von Andreas Königs, A-Lizenz-Trainer und Z-Health-Trainer. Ich habe mir das ein bisschen vorher angeguckt, damit ich es auch richtig ausspreche, wie die Füße von Gehirn und Nervensystem gesteuert werden. Erste Frage, Füße sind neben den Händen und Gesichten die wichtigsten sensorischen Körperteile. Warum ist das so? Also alle Körperteile haben quasi eine Abbildung in unserem Gehirn. Das bedeutet, wie viel Gehirnmasse sozusagen, ist nicht ganz richtig, aber wie viel Gehirnmasse ist quasi für diese Teile zuständig? Und neben dem Gesicht, das ist so das Größte, gerade Augen, Zunge, weil wir da sehr viel Motorik brauchen, allein schon durch Sprechen. Ja, und die Hände, weil wir die auch sehr, sehr viel benutzen natürlich, sind die Füße quasi schon an dritter Stelle da zu sehen. Das heißt, die haben eine sehr hohe Abbildungskraft in unserem Gehirn. Macht da auch Sinn, weil wir drauf gehen. Also wir sollten schon wissen, was da unten passiert. Und die Füße werden gesteuert vom Gehirn. So war die Überschrift in deinem Vortrag. Wie kann ich mir das plakativ vorstellen? Also ganz einfach gesprochen wird alles, was wir tun, vom Gehirn gesteuert. Ja, nicht nur die Füße, aber auch die Füße werden natürlich unsere Nerven, so wie das, glaube ich, jeder kennt. Ja, wir entscheiden oben irgendwas, wir möchten etwas tun. Dann gibt es einen Nervenimpuls an unsere Füße, an die Muskulatur in unseren Füßen und dann wird unser Fuß gesteuert. Das Gleiche funktioniert auch auf dem Weg zurück. Das heißt, alles, was wir fühlen unten mit unseren Füßen, geht auch wieder in unsere Nervenbahn, in unser Gehirn und gibt uns einfach Auskunft darüber, wo ist der Fuß belastet, wo steht der Fuß. Habe ich gerade den Fuß vorne, hinten, stehe ich mehr auf der Ferse, stehe ich mehr auf dem Vorfuß? In deinem Vortrag war auch ein Stichwort ganz interessant, sensorisches Warm-up, hast du es genannt. Was kann sich der Übungsleiter vom Sportbund Rheinland darunter vorstellen und wie funktioniert das? Also sensorisches Warm-up ist deshalb so wichtig, weil die Sensorik im neuronalen Kontext immer vor der Motorik steht. Das heißt, für unser Gehirn ist erstmal wichtig, was nehme ich sensorisch wahr, bevor ich dann entscheide, welche Bewegung mache ich oder kann ich eine Bewegung überhaupt zulassen oder bekomme ich nicht genug Informationen und würde mich sogar verletzen. Sensorisches Warm-up eigentlich ganz einfach. Ich kann das über normales Streichen, das ist so, als würde ich mich eincremen. Ich kann Vibrationen in den Körper setzen, ich kann einfach alles anklopfen. Man kennt das teilweise von Gewichthebern bei Olympia. Die sieht man dann, die hauen sich auf die Beine oder auf die Oberschenkel oder auch Sprinter machen das teilweise. Das ist nichts anderes wie sensorisches Warm-up. Das heißt, ein Gefühl in den Bereich geben, dass mein Gehirn das besser wahrnimmt und wenn ich das besser wahrnehmen kann, kann ich es auch besser ansteuern. Und wie lange muss ich dafür einplanen ungefähr? Vor jeder Trainingseinheit oder ganz speziellen Trainingseinheiten nur? Ich kann das vor jeder Trainingseinheit machen. Ich kann das morgens nach dem Aufstehen machen, als erstes im Badezimmer. Wenn ich den ganzen Körper durchgehe, brauche ich vielleicht so 5 Minütchen. Das heißt, ich streiche einmal alles durch, als würde ich mich überall eincremen. Quasi, als würde ich mich den Schlaf aus den Augen reiben, mir die Haare kämmen, mich von Kopf bis Fuß eincremen. Das ist im Grunde schon alles. Ich kann das durchstreichen machen, ich kann auch klopfen. Das Neuroathletiktraining ist so ungefähr seit der Fußball-WM 2014, bei der Deutschland ja relativ erfolgreich war und Neuroathletiktrainer bei der Mannschaft dabei waren, richtig im Kommen. Wo kann man das denn einsortieren? So im Krafttraining, im normalen Krafttraining, im Faszientraining, was ja auch in aller Munde ist. Ist das Neuroathletiktraining da irgendwo in der Stufenfolge zu sehen oder irgendwie als Ergänzung? Also wir betrachten das als Ergänzung, als Erweiterung zu allem, was es bisher schon gibt. Das heißt, es soll weder irgendetwas ersetzen, sondern es soll einfach den Bereich, der bisher in den anderen Formen, im klassischen Kraft, also wenn ich mit Muskeln arbeite oder im Faszientraining, wo ich noch das Bindegewebe und das Gewebe mitnehme, soll einfach dem Part der Nerven, des Nervengewebes, was ich überhaupt nicht betrachtet habe, als steuerndes Organ, weil unser Nervengewebe oder unsere Nervenzellen, unser Gehirn steuert alles, was wir im Körper tun, ist für alles verantwortlich und den Part einfach noch mit abdecken. Das heißt also die Lücke, die Lücken füllen, die der Rest uns einfach gibt. Wenn ich da irgendwie merke, okay, ich komme nicht weiter mit dem, was ich tue, liegt vielleicht mein Problem irgendwo anders und das ist nicht selten im neuronalen System zu sehen. Jetzt haben wir bei uns in den Sportvereinen im Sportbund Rheinland natürlich viele Übungsleiter unterwegs, die jetzt nicht irgendwie eine 1-zu-1-Betreuung ermöglichen, um genaue Bewegungskorrekturen zu geben. Ist das möglich, auch in größeren Gruppen, also in 15er, 20er Gruppen einzuführen, ohne dass die Leute sich da irgendwie was kaputt machen oder können die sich was kaputt machen? Also wie bei allem Training, ich kann mir immer auch beim Neuroathletiktraining was kaputt machen. Ich kann es aber natürlich auch mit einer größeren Gruppe machen. Wichtig ist, dass ich als Trainer wirklich immer darauf achte, wie reagieren die Personen darauf.
dass ich sie langsam reinführe, dass ich sie testen lasse, so wie wir das heute im Vortrag hatten, also ich überprüfe immer vorher, nachher, ist die Intervention, die ich mache, sinnvoll für die Person, also gibt sie ihm ein positives Ergebnis oder sogar vielleicht ein negatives. Wenn es eher schlecht ist, würde ich das der Person so in erster Linie natürlich nicht an die Hand geben. Das ist in der Gruppe etwas schwieriger wie im 1:1-Training, da kann ich es natürlich viel detaillierter machen. In der Gruppe muss ich so ein bisschen, ja, Schrotflinte arbeiten, aber das geht natürlich auch, wenn ich aber als Trainer wirklich darauf achte, wie reagieren die Einzelpersonen in der Gruppe drauf. Vielen Dank für diese kurze Zusammenfassung nochmal zu dem Gesamtvortrag. Das Thema Neuroathletiktraining wird uns sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten, aber sicherlich auch die weiteren Jahren verfolgen. Wir schauen vom Sportbund Rheinland, was wir für Angebote zusätzlich anbieten können und inwiefern dann unsere Übungsleiter davon profitieren können. Vielen Dank nochmal, Herr Königs, und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön.